Ist er wieder. König Roland, der Zweite von Polen. Ein bisschen melancholisch, aber ansonsten gibt's den Mann wunderbar. Wie sieht's eigentlich mit Kindern aus? Ah ja, hier ist ja Gepi. Gepi, stimmt, ich sollte ja Gepi nicht umbringen, der hat ja da was gesagt. Ja, das mit der Reichsautorität, ich habe ja jetzt nochmal nachgeguckt. Die Meinung, lenkt mich ab, Prestige. Komm, wir sammeln mal ein bisschen Prestige, oder? Hauptsache ist mir der jetzt nicht böse. Wie sieht's denn militärische Autorität? Ja, wir können die Autorität Nummer 3 machen. Ja. Aber nach dem 9.48, also erst in 10 Jahren, könnten wir die Reichsautorität auf 4 verschieben. Was ist jetzt machbar? Titel können aberkannt werden. Na also. Kommando anhalten, warte. Wer will jetzt hier? Das ist jetzt aber hier. Also, hör mal zu. Du kannst hier heiraten, wie du willst. Ist mir egal. Titel aberkennen. Die wird ganz schön sauer sein. Kontrolle. Minus 30. Dann haben wir aber. Oh, ja, komm. Wir übernehmen das Gebiet. Willst du jetzt einen Krieg anfangen? Würde ich dir nicht raten. Das ist mein Land. Ich und mein Holz, ich und mein Holz, ich und mein Holz. Was los, Puppe? Was los? Komm, du bist Bluter. Da komme ich mit der Nadel, dann war's das. Sammelt eure Truppen. Ich habe das Kommando. Muah. Muss ich doch nicht mit König Roland anlegen. Muss die Musik hin. Brauchen wir nicht mehr. Ich hole mir jetzt erstmal meine Gebiete. Wichtig ist mir mein Herzogtitel. Den will ich mir holen. Prägt neue Sindelmünzen. Silbermünzen brauchen wir. Immer. So. Jetzt gibt es natürlich Unruhen in meinem Land. Wir schlagen erstmal die kleine Armee von Pupsenhausen. Du kannst da gerne ein bisschen belagern. Wir schlagen erst die eine Armee und dann die andere. Heile er sich. Oh Mann. Jetzt geht dieses stundenlange Hinterhergerenne wieder los. Danach werde ich von ihm auch die Titel aberkennen. Und jetzt muss ich niesen. Ja, jetzt geht dieses stundenlange Weggerenne. Ich hasse das so zum Kotzen. Ja, wir rennen jetzt da nicht mehr hinterher. Weil es mir so extrem auf den Sack geht. Das ist furchtbar. Stundenlanges Weggerenne. Ja, und wieso hast du den Krieg verloren gegen die drei Soldaten? Ganz einfach, weil die stundenlang weggelaufen sind. So, jetzt komme ich an. Putz, putz. Ja, wir können ein Herzogtum erschaffen, brauchen wir nicht. So, das hätten wir. Truppe A ist besiegt, Truppe B wird jetzt geschlagen. Danach werde ich hier erstmal neu ordnen. Und meine neuen Herrscher teilnehmen lassen, apropos. Ich muss kurz gucken. Wie sieht es in der Entwicklung aus? Also hier drumrum. Stufe 3. Stufe 3, Stufe 2. Dann darfst du dort noch weitermachen. Also in 10 Jahren könnten wir feudal werden. Sesshaft. Na, wo wollen wir denn jetzt auf einmal hin? Jetzt haben wir es auf einmal so eilig. Du kannst gegen mich nicht gewinnen. Ich bin der König von Polen. Mein Ruhm ist weiterhin bekannt. Na, das ist doch toll. Wir marschieren mit der anderen. Ernsthaft, du willst jetzt mit 5 Mann meine Hauptstadt einnehmen? Du bist der größte Scherzkriegs aller Zeiten. Ich habe ein neues Zepter. So.
Zack. Das sieht doch jetzt schon mal gut aus. Ich sehe jetzt schon mal aus wie ein König. Wo wollen wir denn hin? Solange die nicht Godzilla und Hulk haben, gewinnen wir den Kampf. Gut, auf geht's. Wir greifen jetzt die Hauptstadt an. Na, wo wollen wir hin? Machen wir wieder den Weglauf-Hero. Und tschüss, Junge. Speedy Gonzales ist ein Scheißdreck gegen euch. Ohne Scheiß. Das ist wirklich Speedy Gonzales. Miep, miep. Wir haben wahrscheinlich so eine schwule Kavallerie dabei. Ich sag mal Absicht. Schwul. Schwul. Gut, die campen jetzt da und nehmen jetzt die Hauptstadt ein. Ich hab jetzt die Fresse dick. Ja. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Danach werde ich ihn noch überzeugen. Kann ich hier auch noch den Titel aberkennen? Ja, gerade wenn ich gerade hier mache, nicht, nee. Nicht aus Puppe. Euren zwei Armeen könnt ihr mir gar nichts. Ich bin hier. Tina. Tina, ja, sie ist doch sympathisch. Wenn ich feudal werde, Junge, dann ist hier vorbei. Na, laufen wir wieder weg. Das ist ja hier die Chance, das ist ja nur bei 20%. Wieso wollten wir ihn gleich nochmal umbringen? Ach ja, damit wir mehr Land bekommen. Ja, das macht ja auch Sinn. Wen haben wir denn so, den wir hier noch kriegen können? So. Ja, das ist ein ganz toller Gast, aber was bringt mir ein wertvoller Supergast, der 71 Jahre alt ist und morgen verreckt? Davon habe ich ja mal gar nichts. Wir wollen junge, talentierte Leute. Wir haben ein eigenes Artefakt bekommen. Ist die Krone denn besser? Meinung der Gäste, unabhängige Herrscher. Ihr verliert, weil ihr ja, großer Reichtum. Jagd veranstalten, ja, warum nicht? Damit sind wir wieder komplett entspannt. So, Forderungen erzwingen. So. Gentlemen, alle Truppen auflösen. Was jetzt? Titel aberkennen. Nochmal. Wir machen hier jeden Titel aberkennen. Ich will dieses Land. Geht doch. So, Ordnung schaffen. Hier, mein Guter. Titel vergeben. Zack. Du bist der Beste. Dich mag ich. 17-jährige Tochter. Haben wir ja jemanden, mit dem wir sie verheiraten können? Wahrscheinlich nicht. Ja, das ist ja auch wirklich sehr bedauerlich. Ja, wir sind ja gerade dabei. Also, das ganze Gebiet soll unter meiner Kontrolle bleiben. Ich bin hier der Beste und Größte und Tollste aller Zeiten. Ja, das wissen wir ja schon. Sonst noch was? Domänenverwaltung, mehr geht ja nicht. Mehr können wir momentan ja nicht anrichten hier in meinem Verein, ne? So, da muss man noch 10 Jahre warten. Dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Wie sieht's denn aus mit unserer Super-Duper? Wann geht's denn mal ab hier? Handbuch, Domänenverwaltung plus 1 haben wir schon. Das ist ja schon mal ganz toll. Da wird noch die Belagerungstechnik erarbeitet. Und die Städteplanung, da sind wir ja auch schon dran. Wann wird die ungefähr fertig sein? In 21 Jahren. Na, das ist doch super. Wenn wir die in 21 Jahren entdeckt haben, dann läuft's. Wie ist das jetzt eigentlich mit dir hier, Puppe? Hm?
Also, momentan seid ihr eingekerkert. Wie ist das hier mit den Abkennen? Wir könnten dich auch ein bisschen foltern. Aber eigentlich warst du uns eher sympathisch. Wir werden dir erstmal den Titel entziehen. Aber vorher nehmen wir Posen. Wer soll denn hier das Kommando übernehmen? Sie ist 39 Jahre alt und sie wird das übernehmen. Ah, ich mag nicht so, ich bin da sexistisch. Ich sag, die Frau soll das hier nicht übernehmen. Was ist hier mit dir? Du bist hier unser Mann, der alles kann. Und du bist mir untergeordnet. Die Frage ist, vertraue ich dir? Tyrannei minus 20, Zufriedenheit, kurze Herrschaft, Mörder. Ja, wenn wir ihm das Posen geben, dann sollte er eigentlich mit uns zufrieden sein. Aber Posen würde ich gerne unter Kontrolle halten. Dings könnten wir abgeben. Das gehört zu dem. Jetzt ist die Frage, wer ist uns denn mehr geneigt? Er schon mal gar nicht. Sie auch nicht. Das heißt, vom Prinzip her bleibt ja nicht mehr viel übrig. Wer ist sie denn? Die mag mich auch nicht. Warum denn nicht? Was habe ich ihr denn jetzt getan? Was hat Smeargold ihr jetzt jemals getan? Anspruch auf Titel. Ja. Du siehst schon so aus, als wenn du einen Titel von mir bekommst. Ja, also meine Gebiete liegen hier. Wir hätten jetzt 8 von 7. Wir könnten jetzt die beiden abgeben und könnten dann den noch dazu holen. Was ich aber nicht will. Dann sorge ich ja dafür, dass es ihm hier. Jetzt könnte ich ihm den Titel geben. Dann wären wir ja eigentlich schon mal ziemlich gut dran, richtig? Wir geben den also ab an ihn. Der müsste dann eigentlich gut befreundet mit uns sein. Richtig dicker Atze, Kumpel, check die Faust und so. Ja, wir sind jetzt gute Kumpels. Wie lange hält das an? Bis 90. Ja, das hält ewig. Grafschaft erhalten. Damit ist der Mann jetzt erstmal unter meiner Kontrolle. Gut, damit haben wir das Problem heute erstmal geklärt. Ja, ein Glück, dass ich da jetzt nochmal geguckt habe bei der Autorität. Weil dadurch, dass ich jetzt die Autorität erhöht hatte, hatte ich ja das. Ah, ich habe da mich nochmal belesen, weil ich wollte ja feudal werden und mir haben ja auch viele gesagt, ja, du musst dann erstmal die Autorität hochkriegen. Das kann auch eine Weile dauern, habe ich auch kein Problem mit. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das dann doch nochmal so schnell geht. Festmahl machen wir erstmal nicht. Nicht gebilligt. Wieso nicht? Ich mag sie. Wie sah ich in meinem Knast aus? Können wir da noch jemanden? Die Bluterin. Für Geld fordern. Ja, du darfst wieder gehen. Ich hätte sie auch foltern können, umbringen, was auch immer. Die sind jetzt landlos, aber die wird sich rächen wollen, oder? Auftrag gegeben. Ach, so lange kann die mir nicht böse sein. Die wird schon sterben. Meine Tochter. Oh Gott, ich war hier noch beschäftigt. Bin gefallen. Ja, ich will die ganzen Leute hier loswerden. Er ist im Knast. Religiöser Eifer. Er ist eigentlich ein guter Mann. Ich würde ihn freilassen. Rekrutieren. Enthebung verlangen. Ja, da gut, das wird nichts. Ah, der hat minus 100. Das ist ein bisschen viel, oder? Ah, der ist ein guter militärischer Anführer. Den wollen wir dann doch mal doch nicht freilassen. Was ist mit dir hier? Du siehst doch gut aus. Schwarzdruckmittel, Freilassung. Schwarzdrucklassen, Freilassung. Und du, Schwarzdruckmittel rekrutieren, Freilassung. So. Schreibt man so Sabine?
Ich hoffe ja, mit IE. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, irgendwann stirbt er. Was ist das denn für eine Argumentation? Das frage ich mich auch. So, lang lebe König Gepi. Wir haben jetzt neue Leute. Heirat arrangieren. Wen haben wir denn so? Madame. Er ist ein bisschen gefühllos, rechtens. Na komm. Verheiraten wir euch. Warum nicht? Zwei junge Liebende. Wie geht's jetzt hier mit meiner Ermordung voran? Eine 60% Wahrscheinlichkeit. Und wir können noch einen Agenten einladen. Na, das ist doch super. Wenn wir sie heute noch angeklickt kriegen, kann sie da noch mitmachen. Das erhöht nochmal unsere Wahrscheinlichkeit auf fast 75%. Ja, das ist ja nahezu sicher, aber wir wissen ja, wir können auch bei der 3% Chance vom Pferd fallen und tot umfallen. 75% Wahrscheinlichkeit, ihn umzubringen. Na dann mal los. Diese Strategie hat funktioniert. Damit wird das Königreich Polen um ein Stück größer. Und wir sind jetzt sogar schon in den Pommern-Bereich, beziehungsweise auf dem Weg Richtung Deutschland. Damit ist er ziemlich gut gelaunt eigentlich. Möchte einen Sitz im Rat. Ja, da können wir uns nochmal drüber unterhalten. Kann er denn irgendwas? Ich glaube nicht, dass wir jemanden finden, der besser ist. Das ist also, der hat eine 16er Dings, das ist ja ganz toll, aber der hat 21, also jetzt bei aller Liebe, mein Guter. Also wir können auch mal drüber reden, ob wir dich hier irgendwo anstellen können. Kriegst du hier noch so mal einen Bonusposten? Wie wär's, wenn du meinen Stallmeister machst? Hm? Hervorragend. Na, das hört sich doch gut an. Hier, du darfst mein Stallmeister sein. Oder wie sieht's da aus? Da, du darfst gerne auch mein Erzjägermeister sein. Hilfe bei der Jagd. Aber Kavallerie hört sich erstmal gut an. Dadurch wird er sich doch jetzt freuen, ne? Da freust du dich doch. Na, bei Jagd hatten wir jetzt schon gemacht, da müssen wir dann mal warten. Ein Hofnarr. Haben wir jemanden, der guter Hofnarr ist? Ja, du bist mein guter Hofnarr. Wir stellen noch einen Hofnarr an. Das ist für mein Stresslimit auf jeden Fall sehr gut. Gut, wie sieht's denn jetzt aus hier? Also, Königreich Polen. Wir besitzen fast ganz Polen. Sind nur noch kleine Abteilungen, die nicht uns gehören, die aber extrem schwer zu holen sind. Beliebte Galionsfigur. Wenn wir das haben, können wir Richtung Domänenschwelle vorrücken. Wenn wir dann plus zwei Domänenschwelle haben, dann sehen wir verdammt gut aus. Dieser Bereich hier schon feudal, aber da kommen wir da dran. Das ist hier Großmähren. Lecker Eremischinten, da kommen wir nie ran. Hey, hier hat sich eine eigene Religion gegründet. Den Bogumilismus, das kann ich ja gar nicht aussprechen. Das ist ja furchtbar. Wer kommt da noch so einen Glauben? Das ist jetzt der neue Superglauben oder was? Bleib bloß von mir. Ja. Da oben werden wir auf jeden Fall noch eine Kirche irgendwann aufbauen. Sobald wir dazu in der Lage sind. Geht's hier aber los, Junge. Dann ist hier aber. Dann hebe ich ab. Nichts hält mich am Boden. Da, 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 da. Ich muss sagen, mir geht's sehr gut. Ich bin reich. Wir könnten hier überall die Palisade noch verbessern. Oder hier einen Versammlungsraum hinbauen. Ja, komm. Wir können uns das leisten. Wichtig sind mir ja, oh, hier fehlt noch das Kriegsding. So, und was fehlt hier noch? Nochmal eine Versammlung. Sehr gut. Dann habe ich mein eigenes kleines Herzogtum. Schön unter meiner eigenen, ja, Verwaltung. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, ob das zu Galizien gehört. Ja, ist schwierig. Ist wirklich. Also dieser untere Teil gehört eigentlich, hier gehört er noch zu Polen. Es ist schwer.
Ja, aber hier ungefähr fängt dann doch schon Galizien an, ne? Weil man kann das nicht mehr historisch nicht mehr 100% sagen, was jetzt wo jetzt anfängt. Also die Grenzen waren ja früher eher Richtlinien, ja, heute sind sie ja wirklich festgelegt, ja. Früher war das immer so, man kann es ja nicht genau nachvollziehen, ne? Ob der Stein nur 3 Meter weiter links oder rechts lag, aber Fakt ist, hier beim Gebirge fing das mit Galizien an. Hier ist Gebirge, das heißt, diese Abteilung gehört vielleicht nicht zu Galizien, aber die untere wahrscheinlich schon. Ja, und das zieht sich ja rüber. Ja, das war das eben halt dieses Grenzgebiet zwischen Polen, Tschechien, ja, und Ukraine, natürlich auch noch ein Teil zu Ungarn. Also das war hier dieser Gebirgszug, ja, wo das dann Galizien so sich dahinter lang schlängelte. Nochmal um die Historie zum Scheiden. Also da können wir uns jetzt prügeln, um wie viel da jetzt noch zu Galizien gehört oder nicht. Ich weiß es gar nicht, wird das hier angezeigt? Aber da wird nicht angezeigt. Also wie gesagt, diese untere Abteilung hier wäre ungefähr Galizien. So ein bisschen weiter rechts oder links wäre. Ist ja egal. Gut, wir sind etwas machonisch. Wir werden irgendwann jetzt demnächst sterben. Das ist sehr bedauerlich, obwohl der Mann mir eigentlich gut gefällt. Ich weiß nicht, können wir uns noch einen Arzt besorgen, der jetzt hier irgendwie was macht? Aber ich glaube nicht, dass uns das irgendwie noch hilft. Wir werden dich nicht aus dem Kerker entlassen. Du magst mich nicht. Gäppi. Gäppi, alte Songe. Du bist nachdenklich. Wer unterrichtet eigentlich den Jungen? Ich persönlich natürlich. Wer denn sonst? Gäppi, du lernst jetzt von mir. Und wehe, das wird nix. Von deinem kranken Vater. Aber wohlschaffender wäre schon echt toll. Vor allen Dingen, wenn du noch intelligent bist. Er ist ja schon ein alter Fuchs, ne? Ja, gut, der Plan hat zumindest funktioniert. Jetzt, polnische Abteilung. Was holen wir uns jetzt? Wir könnten jetzt nochmal über Schlesien verhandeln, ob die nicht bei uns beitreten wollen. Da könnten wir doch mal probieren, mit denen irgendwie zu verhandeln. Artefaktdiebstahl, wegen des Artefakts herausfordern. Artefakt verlangen. Vasallentum anbieten. Ich könnte dir was schenken. Der Mann ist eigentlich recht gut. Ein bisschen verschwenderisch, ja gut, ja. Sei es drum. Aber hätten wir Schlesien, würde schon fast ganz Polen unter meiner Kontrolle stehen. Ja, es ist nur noch dieses kleine Gebiet. Ja, da oben fehlt noch eine Ecke. Ja, und dann war's das schon. Der Rest gehört dann zu Polen, zu Litauen. Ja, hier ist die Grenze von Polen. Nur noch Schlesien. Das ist unser Ziel. Können wir bei allen Artefaktdiebstahl machen? Wie ist das hier? Können wir bei dir auch einen Artefaktdiebstahl machen? Nein, können wir nicht. Wie wollen wir jetzt? Er ist Atheist. Da könnte man einen Glaubenskrieg anfangen, oder? Komischer Gläubiger. Wir könnten ihn ermorden lassen. Artefaktdiebstahl. Ja, dafür fangen wir doch keinen Krieg an. Hör mal zu hier. Da kann ich ihn herausfordern. Sieger des Artefakts bei Ablehnung. Ja, nö. Ah, da könnten wir uns jetzt drum rumprügeln, aber wer will das schon? Wie ist das jetzt eigentlich mit einer Kriegserklärung? Können wir ihm Artefakt beanspruchen? Königreich einfallen. Ja, das wäre schon ganz toll. Na, wir lassen jetzt erstmal den Frieden herrschen. Also schon mal alles ganz akzeptabel. Ich will jetzt hier auch meine Städte nicht großartig weiter ausbauen. Also nur noch begrenzt, so dass wir vor allen Dingen Geld bekommen. Das ist das Wichtigste. Alles andere spielt jetzt keine großartige Priorität. Dann wollen wir natürlich hier erstmal wieder Kontrolle in dem ganzen Verein bei mir schaffen.
Flock ist eine große Provinz. Mit der 15 Steuertrag 1,1. Das ist eigentlich nicht viel aufgebaut. Das heißt, wir werden jetzt eigentlich hier, so ein Markt wäre eigentlich nicht schlecht, oder? Ja, komm. Der könnte uns viel Geld einbringen. Ihm auch. Und er ist mein Bester. Best Friends, ne? Thank you for being a friend. So, was ist mit dir? Sie ist meine Haupterbin. Na gut. Ich kann sie noch enterben, wenn ich will. Posen ist ja noch unter meiner Kontrolle. Im Grunde nur, weil es eine reiche Provinz ist. Ansonsten nicht. Wir haben jetzt genug Krieg geführt. Wir werden uns jetzt diplomatisch aus der Situation befreien. Hoffe ich zumindest. Da oben, gut, Schweden hat es zu tun. Deutschland ist ja, so ein Würstchen geworden. Die Bayern haben hier unten ihren kleinen Keks platziert und Großmähren hängt da auch zwischen Ungarn. Ist relativ stabil. Westfranken und Aquitanien sind auch recht stabil. Die haben Flandern eingenommen, die Aquitanier. Dementsprechend wollen wir uns hier erstmal schön zurückhalten. Und abwarten, ob wir das noch schaffen heute, je nachdem wie schnell wir sind, noch feudal zu werden. Also ich glaube da nicht dran, aber die Idee ist ja ganz nett. Wir wollen ja jetzt mal unseren Kollegen hier nicht weiter strapazieren. Ich meine, wir könnten schon rüber marschieren. Er ist aber nicht begeistert von mir. Keine Ahnung warum. Verstehe ich nicht. Und ich hätte Lust zu plündern. Ich habe richtig Bock drauf. Und irgendwas muss man ja machen. Das ist der 20. April, der Geburtstag von berühmten Persönlichkeiten, die wir hier nicht nennen. Da gibt es bestimmt noch jemand anderes. Von wem rede ich jetzt? Ja, keine Ahnung, ich auch nicht. Ich muss jetzt mal googeln, wer jetzt uns am 20. April Geburtstag hat. Na gut. Alle Truppen ausheben. Alle Truppen ausheben. So, wir marschieren mit allen Truppen rüber. Lass mich raten, du hast jetzt nicht alle genommen. Wie viel sind das? 2000 noch was, Mann? Das sind die 700. Die treffen sich da. Die 2400 gehen darüber. Auf geht's. Okay, ich nehme alles zurück. Ihr marschiert da lang. Ich habe gedacht, das sind weniger. In den blauen Bergen kommen wir. Und wir überfallen einfach alle hier. Wir haben 8000 Mann. Das sieht gar nicht so aus. Wenn ich jetzt nachzähle, kommen wir mal ganz knapp auf 8000. Plünderer bist, dann klatsche in die Hand. Plünderer bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du wirklich gerne plünderst. Wenn du plünderst, ja. Meine Plünderer laufen 210. Dem das gehört, der hat mich nicht gesehen. Ich hab Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich geh mit meiner Fackel rabimmel rabammel rabum. Ich hab jetzt richtig Bock drauf, der Gegner ist mir zu dumm. Verlangen. Investition, Körperzellsporn. Diese Bildhauerförmlichkeit. Nee. Auf Nummer sicher. Safety first. So kennt mich. So kennt man mich. Sicher. Zurückhaltend. Sympathisch. Das ist der Roland. Ja.
Jetzt gibt es Geld. Ich habe mir Shopping Queen gesehen. Da, 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 da. Oh Mann, das füllt aber die Kasse. Da wird der Papa sich aber freuen. So, wie viel hat er bei? 65. Na, das lohnt sich doch. Kauft 1. Unterstützung der Geschäfte. Zerstörung. 100 auf Lebenswandel. Ja, da bin ich dabei. Das ist prima. Ich bin eine beliebte Figur. Jeder mag mich. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso gewinne. Gut, wir haben ein paar Leute verloren beim Plündern, aber das ist doch egal. Wichtig ist das Geld. Ja, irgendwann lohnt sich das auch fast gar nicht mehr zu plündern. Wir müssen mal gucken, dass wir relativ wenig Leute einsetzen. Ich bin jetzt hier mit vollen Truppen rüber marschiert, um eben halt möglichst schnell und direkt das Geld zu holen. Aber es kostet mich ja hier auch 10, 15 so viele Truppen aufzustellen. Ja. Aber das hat nochmal Geld gebracht. Innovation entdeckt. Ja, wir können jetzt Katapulte nehmen. Spam. Ja, wir können jetzt noch einen Kriegsfeld ausweiten. Ja, genau. Spammen. Spammen. Ja, Artillerie-Spam. Da sind wir doch dabei. So, jetzt können wir belagern. Das ist gut. Was ist jetzt eigentlich mit meinem schlesischen Freund hier? Huh? Grundzurückhaltung minus 45. Ihr seid richtiger Lehnsunterschied. Plus 12, maximal 20. Bringt uns also alles nichts. Im Grunde genommen brauchen wir einen positiven Wert. Den haben wir nicht. Tja, wir können ihm im Artefakt schenken. Ich habe ja noch irgendwas übrig. Haben wir denn noch irgendein... Warte mal, wir haben doch hier... Wir haben doch hier noch so ein lustiges Äxtlein. Kampfgeschick. Wettereffekt. Das Ding brauchen wir nicht. Das ist die komische Krone von der polnischen Kultur. Die nehmen sich aber beide nicht viel. Das ist ja alles ganz gut und schön. Was ist jetzt? Wir können wieder ein Artefakt bauen. Ja, wir brauchen noch keins. Wir sehen noch gut aus. Wozu brauchen wir denn noch irgendwas? Schmuckteile brauchen wir doch alles nicht. Das geht's doch gut. Warum sollte ich jetzt ein Artefakt bauen? Außerdem haben wir doch sowieso niemanden, der das richtig gut kann. Westslawenverein. Nö. Ich bin gerade reich. Ich fühle mich gerade gut. Wie sieht's aus? Hier gibt's gleich noch mehr Geld. Das hört sich doch gut an. Da sind wir dabei. Ist prima. Hier geht es auch entwicklungszuwachsmäßig wieder voran. Einladung annehmen. Ich weiß nicht. Ich traue der Schlampe nicht. Ja, die Begründung, sie haben mir Mittelfinger gezeigt. Ganz klar. Nö, da gehe ich nicht hin. Soll ich sie umbringen? Ich könnte sie töten. Nein, könnte ich nicht. Die Idee wäre gut, aber... Lass mal stecken. Dicker. Noch ein paar Jahre und dann ist es soweit. Dann bin ich der König der Welt. Na gut. Das vielleicht nicht, aber... Wir arbeiten dran. Was ist eigentlich mein Ziel? Ja, der König von Westslawen zu werden wäre cool. Dazu müssten wir aber Böhmen einnehmen. Komplett. Und bis wir hier König der, also Kaiser der Westslawen werden, das wird nicht einfach. Da sollten wir uns aber auch mit dem König von Deutschland gut verstehen. Was oben passiert, ist uns egal. Artefakt. Was ist hier mit dem Festmahl? Ist gut. Brauchen wir alles noch nicht. Gut, alles klar. Selbstmordunternehmen.
lebe ja noch, ist doch alles gut. Ja, ich bin jetzt nicht super gut drauf, aber darum geht's ja nicht. Ne, ich bin jetzt nicht happy, aber läuft. Danach werden wir noch ein bisschen was für meine Gesundheit tun. Vielleicht halte ich auch noch eine Weile durch, ne, Gappy? Fleißig sein. Lerne. Komm, ich schenke dir auch eine Axt. Ha? Ist das was? Kann ich dir auch ein Artefakt schenken? Was willst du haben? Hier, du kriegst diese lustige Krone, wenn du da haben willst. Das war jetzt nicht so schlimmer. Ja, ist ja gut. Trostfresser, verschwenderisch, vergiss es. Ja, ist ja in Ordnung. Ich habe ihm eine Krone geschenkt. Darf man hier nicht mal eine Krone verschenken? Jetzt entspann dich. Lass mich raten. Wir sind 4 Punkte drüber. So, Mist. Mein Gott. Dieses Rumgebeine. Ich wollte dem Kollegen einen kleinen Gefallen tun. Und schon sind wir wieder schlecht drauf. Ja, der ist halt gut, der Mann. Ihr verliert zerstörend Markt. Meinung von welcher Markt ist das denn? In Posen. Ja, das können wir uns leisten. Und weißt du auch warum? Den Markt zerstören, dann sind wir wieder da und die sind ja nicht böse auf mich. Weil ich bin ja hier, ne? Die beliebte Galionsfigur. Ich kann mir so einiges erlauben. Ja, stört hier niemanden. Ja, Posen würde ich ganz gerne noch etwas länger unter meiner Kontrolle halten. Kommt drauf an, wie lange ich das hier halte. Und wir brauchen ja auch kein Kind mehr. Wir haben sehr viele Töchter. Sehr viele sehr schöne Töchter. Ich würde sie ja gern mit irgendwem aus meinem Hause hier verheiraten, aber leider haben die auch nur weibliche Nachkommen, wo ich mir ernsthaft frage, was das soll. Du bist ein Albino. Viehherde. Die große Viehherde? Komm, die große Viehherde. Natürlich nicht. Hätten wir mal auf Risiko gespielt. Heirat arrangieren. Kann ich da nicht. Na, Gabby? Ich kann nicht hier verheiraten. Höfling. Unterrichten. Das mache ich nicht selber. Nö, auf gar keinen Fall. Hier, meine Königin, die ist auch akzeptabel. Die macht das schon. Wer ist eigentlich hier? Wo kommt ihr überhaupt her? Er steht hier auf einmal rum und auf einmal so da? Ach so, weil die anderen zwei geheiratet. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich hätte gern die große Viehherde gehabt. Die hätte uns so viel gebracht. Aber ist okay. Eine Frage. Kann ich davon das Ding Titel anpassen? Kann ich den Titel auch verändern vom Aussehen her? Wahrscheinlich nicht. Weil die beide sich hier gerade wieder verdammt ähnlich aussehen. Titel vernichten. Ah, hier kann ich das. Sehr gut. Geht das auch hier? Ich würde da gerne was anderes haben. Irgendwas, was mir gefällt. Ein Tier wäre nicht schlecht. Wildschwein wollen wir nicht haben. Obwohl, wir können ja das Wildschwein nehmen. Fertig. Ja. So gefällt mir das doch. Das sieht doch jetzt cool aus.